Recht herzlich willkommen zur 58. Folge von Stellaris. Ja, wir sind drin, haben letztes Mal hier festgestellt, dass wir einen zweiten Kriegsgegner haben und ja, das sieht nicht so gut aus, ne? Hungersnot ist immer noch gegeben, Krawalle gibt's auch noch und inaktive Gebäude, gucken wir mal gerade rein, wo ist das? Hier ist das, ist jetzt aber auch der wegen dem Essen so, okay. Und wir haben irgendwo noch eine feindliche Flotte in der Nähe, die wahrscheinlich dann irgendwie unser Schiff gleich auch noch kaputt macht oder so, ne? Wenn dann überhaupt eins von uns hier in der Nähe ist. Ja, weiß nicht. Gut, okay. Das war da. Keine Ahnung, wo die da alle rumfliegen. Ich glaube, unsere Flotte war ja großen ganzen Schrott, den wir ja irgendwo vor die Wand gefahren. Sorry. Bin immer noch erkältet. Strike Force Centauri. Ich möchte das zentrieren. Oder gehe zu. Da ist unsere Flotte, okay, aber ja, hier ist das Dingens, ne, wie heißt es? Die Werft. Ne, das Konstruktionsschiff. Bergbaustation. Militärmacht. Ach so, passt schon. Raumhafen Stufe 3 wird gebaut. Und danach machen wir noch zwei Korvetten, okay. Gut, dann läuft das ja auch noch, ne? Können wir mal die Pause rausnehmen, damit es auch vorangeht. Physikforschung läuft da, ja. Ist jetzt nicht so prickelnd, was wir hier vorhaben im Endeffekt, ne? Aber was soll man machen? Läuft halt richtig schlecht, auf Deutsch gesagt, ne? Hier für 75 Punkte ist Bewohnbarkeit angesagt. Kleiner Planet, aber es gibt hier auch nichts zu essen. Das heißt, das brauchen wir gar nicht erst in Angriff nehmen. Weil das noch schlechter wäre. Wir bräuchten jetzt so einen Planeten, wo es viel Essen gibt, ne? Aber das ist gar nicht möglich wahrscheinlich. Hier gibt es gerade keine. Ist das hier unser Reich schon geschrumpft? Nee, ne? Was mit dem Planeten? Hier gibt es mehr als genug zu essen. Also mehr als genug nicht, aber hier gibt es Essen. Den können wir mit 170 kolonisieren. Flotte entdeckt, okay. Sollten wir da welche hinschicken? Kolonisieren wir das doch mal und da fangen wir mit den zwei Äpfeln da an und gucken, ob das geht, oder? Okay, das passt schon, lassen wir so. Und dann gucken wir zu, dass wir da noch besser werden. Demis Prime ist ja hier, dann sollte das einigermaßen klappen, reinzukommen, oder? Allerdings fliegt jetzt hier eine Flotte darüber. Forschungsschiff, okay. Hier unten ist auch noch einer. Gucken wir uns den auch noch mal an. Ist jetzt außer Reichweite in gewisser Weise, aber ja, hier gibt es Viere zu essen. Fünf, wenn wir den da befreien machen. Naja, okay. Lassen wir erstmal so.
War das jetzt nicht gerade eben hier noch rot? Okay. Hier wäre auch noch was mit Essen da. Wie ist das mit 183 brauchen wir dann dafür? Naja. Ja, so ist das halt. So ändert sich die Zeiten hier, ne? Na, den hatten wir ja schon. Da war ja nix. Lohnt nicht. Dieses Reich ist schwächer geworden. Und das ist unser Gegner im Endeffekt, ne? Die haben nichts damit zu tun, ne? Nein. Verbündete Flotten. Hab ich denn verbündete Flotten? Eigentlich nicht, ne, oder? Naja, ist halt so. Oder sind das unsere Flotten dann? Demis Prime. Mal bräuchten. Ich hätte die gerne nur ausgewählt, ne? Aber diese nicht. Abwählen, alles klar. Und die könnte man dann zusammenlegen eigentlich, oder? Hm. Ja, machen wir mal. So. Da bräuchte man mal einen Anführer, ne? Könnte ich mir leisten, okay. Flottenlogistiker. Schwindler. Schnell wieder Sturm. Ich glaube, den nehmen wir mal. Unabhängigkeit garantiert, okay. Ne, da wollte ich nicht hin. Da wollte ich hin. Okay, das ist schon Stufe 3. Dann lass uns ein paar Zerstörer dahinterher machen. Und wo hat es jetzt auch so am Baukosten? Alles klar. Gut. Kolonieschiff wird dann fertig, will ich hoffen. Das ist unsere Truppe. 4 Korvetten. Mehr nicht. Ist okay so erstmal. Haben wir hier Verteidigungsanlagen drin? Solarkollektornetzwerk, okay. Korvettenwerft. Zerstörerwerft. So, das ist schon fertig, glaube ich, oder? Oder verstehe ich da was falsch jetzt? Ne, das sind die Module, die ich mir da holen kann. Migrationsabkommenbruch, okay. Entschuldigung. Das machen wir dann mal drauf. Feindliche Flotte mit 11.900. Und wir haben nichts, ne? Und da kommt die nächste Einheit schon. Sind unsere Leute überhaupt hier? Ne, ich glaube, es ist ein anderer Sektor, oder?
Oh, reichlich hier. Da sehen wir alt aus, ne? Gut. Ja. Chancen stehen schlecht. Schon alleine, weil wir hier irgendwie nicht vorankommen mit unseren 162 Einheiten, ne? Was ist das für eine? Ein Konstruktionsschiff. Ja, ob das jetzt was wird? Negative Bilanz, okay, das können wir aber noch erstmal verkraften. Feindliche Flotte in der Nähe, Flotte entdeckt, Flotte entdeckt. Auch noch und Rivalität, alles klar. Oh, dieses Dingens ist schon fertig, das Kolonieschiff, aber dann ist das auch schon unterwegs, oder? Das ist es, oder? Ja. Ja, dann lass das mal dahin fliegen und gucken, dass wir das dahin kriegen. Die Miss Prime. Wieder hier rein. Raumhafenverbesserung, Stufe 4. Sollten wir vielleicht machen. 300 brauchen wir dafür und wir haben 159, okay. Das dauert dann noch ein bisschen. Flotte entdeckt und Flottenkampfstatistik. Brauchen wir uns jetzt auch nicht angucken, weil wir irgendwo verloren haben. Gut. So. Ich glaube, das Schiff ist schon da, ne? Genau. Und was sagt er hier? Garantie widerrufen. Okay, die bauen dann da was weiter. Ja, ist nichts Besonderes, was da gerade läuft. Hier sind lauter rote Schiffe, das sind also unsere Gegner. Und wir haben da nichts gegen zu tun. Wurmlochstation. Eine Wurmlochstation. Okay. Wir sind gescheitert, Invasoren auf Neckar Prime loszuwerden. Und das ist hier gewesen dann. Das heißt, da wird unser Reich auch noch weiter zerbrechen. Das sieht nicht gut aus. Aber wir haben gerade keine Mittel und keine Möglichkeiten. Dem ist so. Muss man ganz klar sagen. Flotten entdeckt. Invasion vorbei. Rivalität. Flotte, 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 Flotte. Ja. Konstruktionsschiff. Abwählen, dahin fliegen. Und können wir mal zusammenfassen dann. (268) sind das dann. Okay, was sind das für kleine Zeichen da drunter? 2 und 4, keine Ahnung. Tja, irgendwo hat es uns gerade wieder erwischt. Schön, Anführer hat eine neue Stufe erreicht. Die Miss Prime, das ist hier. Nächste Abspaltung vom Reich. Tja, brauchen wir das noch?
Ja, das wird dann schwierig werden, hier noch irgendwie was zu bewegen. Aber naja, das ist jetzt halt so. Können wir wirklich nicht hinkriegen dann. So, was haben wir hier noch? Invasion. Da sehen wir auch ganz alt aus. Genauso wie bei den anderen Sachen auch. Ja. Schauen wir mal, wie es weitergeht, ne? Würde ich sagen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.